Hallöchen und herzlich willkommen zu 1428 Shadows over Silesia. Ja, ich bin ja immer noch am Kämpfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Rätsel haben wir jetzt gelöst, aber jetzt müssen wir irgendwie an den ganzen Dörflern vorbei. Das wird ein schwierigeres Unterfangen. Make it snappy. Ja. Okay. Wir gehen mal. Okay. Oh Gott, das auch noch. Wie soll... Was muss ich machen? Okay. Find a way out. Also wir müssen jetzt einen... Entschuldigung, ich bin gerade sehr... geflasht. Ach, der hat die Kontrolltaste auch noch als Dings. Okay. Waffe einstecken. Und jetzt muss ich mal irgendwie schauen, dass ich mich... Was? Oh mein Gott! Ja, da reicht auch zurück. Aua. Okay. The portal is open. Damn it. He got inside. What now? I'll take care of it. We'll meet on the other side. Ach du Scheiße. Shit!
Wow! Okay. Portal. Aber ich will zurück. Ich muss noch was aufheben. Der hat bestimmt was fallen lassen. Verdammt. Ich komme doch dann nicht mehr zurück. Oh. Kurzschwert. Oh. Okay. Das ist ein bisschen weniger, aber okay. Shit. Aber hat mehr Reichweite. Ich muss hier aber gerade mal ein bisschen wirr durch die Gegend laufen. Weil ich... Nein. Komme ich hier irgendwie zurück? Ich möchte eigentlich ganz gern die Sachen noch aufheben, die hier vielleicht noch rumliegen. Aber ich weiß nicht, ob ich zurückkomme. Problem ist... kann ich... Okay, aber wie kann ich denn da zurückspringen? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Wie kann ich zwischen den Questwegpunkten springen? Das habe ich noch nicht ganz kapiert. Ich muss mal ganz kurz in die Settings gucken. Da mache ich aber gerade mal eine kleine Pause. Bin gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Und ja, ich habe jetzt gerade nichts mehr gefunden. Ich weiß nicht, wie ich einen anderen Wegpunkt wieder erreiche. Das habe ich irgendwie jetzt... nicht mehr so ganz im Kopf. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie versuchen, wir sind jetzt im Westen, okay. Okay, jetzt sind wir im Norden. Ich versuche jetzt gerade mal, ich versuche jetzt gerade hier einen Weg zu finden, vielleicht noch ein paar Sachen aufzuheben. Aber, so wie das aussieht, hier haben wir eine Maze. Nee. Tut mir leid. Ich hätte noch mal gucken sollen. Aua. Aua. Oh. Ja. Hier endet die Demo. Mehr in der Vollversion. Und während die Musik läuft, möchte ich ganz kurz noch erwähnen, dass ich leider vergessen habe, die letzten Journaleinträge vorzulesen. Es war mir aber da auch nicht mehr möglich. Tut mir sehr leid.
Okay, ich finde die Musik absolut geil. Ich habe gerade die Credits durchgelesen. Sie sind noch auf dem Bildschirm zu sehen. Das Kapitel endet hier. Wir sind also am Ende von der Demo von Shadows over Chalicia. Das hat nicht mal eine halbe Stunde gedauert. Was wird wohl mit Hinnek passieren? Was wird jetzt weiter verlaufen? Wie wird die Story weiter verlaufen? Da bin ich sehr gespannt. Ich bin sehr gehypt, auch wenn ich vieles, vieles, vieles möglicherweise übersehen habe in Sachen Gegenstände, Potions und so weiter. Gut, irrelevant eigentlich, weil es ist ja jetzt eh vorbei. Aber trotzdem, geiles Spiel, geniales Spiel von Sound her auch umgesetzt. Wahnsinnig gute Story. Schön auf Fakten beruhend. Wahnsinnig geil. Die letzten 3 Jahre waren nicht vergebens, liebe Leute. Piotr, ich habe jetzt verstanden, wie er wirklich geschrieben wird. Piotr Kubitschek, oder ausgesprochen besser gesagt. Wahnsinnig geile Arbeit. Prima. Super. Ja, das war's schon. Ich dachte, es geht noch ein bisschen länger, das Kapitel, aber zum Anteasern durchaus eine sehr schöne Sache. Ich war jetzt so aufgeregt vorhin. Es tut mir wirklich leid. Ich hab die ganzen Gegenstände, die da noch rumlagen, habe ich übersehen. Aber ich war so aufgeregt. Ich war so geflasht von dieser Handlung. Und dann lief da ja auch noch ein Timer ab für das Portal. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Bedeutung hatte. Oder ob das jetzt einfach nur war, damit man weiß, hier läuft ein Timer und gleich ist es offen. Wie auch immer. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Geiles Spiel. Geiles Spiel, auch wenn ich manchmal verzweifelt bin, aber geiles Spiel. Und ich wahrscheinlich auch manches anders machen müsste. Ich müsste mich zum Beispiel mehr umschauen mit R. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Gelegenheit gewesen bei vielen Sachen, wie bei den Rätseln zum Beispiel. Oder bei den Räumen an sich. Was ich aber noch vielleicht sagen würde, ist, ein bisschen mehr Möglichkeit, die Items zu finden, wäre vielleicht ganz gut. Das mit den Waypoints muss ich mir nochmal anschauen. Ich werde das auf jeden Fall nochmal spielen, schätze ich. Aber es war geil. Es war wunderbar, schön. Und das macht süchtig nach mehr. Ich bin so gespannt auf September. Und wir werden das hier noch einmal in ganzer Pracht noch einmal spielen im September, wenn es rauskommt. Da werde ich auch nochmal von vorne anfangen und dann werde ich versuchen, versprechen kann ich nichts, aber ich werde versuchen, dieses Spiel dann gewissenhaft durchzuspielen. Und irgendwie mir dann auch mal anzugucken, wie man die Waypoints erstellt. Beziehungsweise erstellen nicht, sondern aufruft. Eigentlich habe ich gedacht mit Enter, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Ich konnte am Schluss nicht mehr machen, als auf das Portal zuzulaufen. Geile Musik, geiles Sounddesign, wie schon gesagt. Ich bin begeistert. Das wird ein schönes Spiel. Ja, das war's. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke für die Kommentare, für die bisher eingetroffen sind. An Sightless Horseman, ja, ich kann es mir vorstellen. Leider müssen wir jetzt alle noch bis September warten. Aber ich freue mich drauf. Ganz ehrlich, ich freue mich drauf. So, bevor ich mich jetzt noch mehr in irgendwelchen Reden ergehe, die jetzt sowieso irgendwie sinnlos sind, würde ich einfach sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Und bye-bye.